herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Let's Play Albion Prelude, Folge 12. Wir wurden in der letzten Folge zum Außenposten zurückbeordert. Und zwar sollten wir den Einfluss von der Terraner auf John Furco untersuchen. Also einer der großen Firmen hier in Albion Prelude. Nun denn, was hat uns denn der gute Commander denn zu sagen? Dockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum... Einer unserer Kontakte im John Furco Hauptquartier hat uns gerade darüber informiert, dass in Kürze in Albion ein Treffen zwischen John Furco Funktionären und einem potenziellen Kunden stattfinden wird. Allem Anschein nach will man eine neue, in Albion entwickelte Technologie vorführen. Sie werden in Albion darauf warten, dass das Treffen stattfindet. Berichten Sie über den Fortgang des Treffens. Was auch immer geschieht, halten Sie sich aus jeglichen Aktionen heraus. Sie sind nur Beobachter. Dass andere Kräfte ihre Aufmerksamkeit auf den Sektor lenken, ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Für die Aufgabe werden Sie ein besonders präpariertes Schiff benötigen, das wir bereitstellen. Viel Erfolg. Also gut. Anscheinend sollen wir verdächtige Gespräche beobachten oder mitlauschen, und die gesamte Spionage- und Kommunikationsausrüstung wurde auf einem Schiff installiert, das hier am Außenposten angedockt ist. Der verbesserte Discoverer. Das ist wohl anscheinend eine verbesserte Standardversion des Discoverers. In welcher Hinsicht die verbessert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gibt von einigen Schiffen so verbesserte Versionen, Prototypen oder auch sogar fortschrittliche Versionen. Aber naja. Also gut. Schauen, was er drin hat. Triplex-Scanner, Sinser, ja, so einfache Sachen. Je nachdem, was da passiert, weiß ich nicht, ob wir uns nicht erstmal darum kümmern sollten, das Schiff etwas aufzuwerten. Kann man das hier? Nee, kann man nicht. Oder? Ich möchte den Sprungantrieb reinhauen. Energiezellen sind. Abdocken. 275. Das ist schneller als meine Nova. Argon Schiffswerft. Wo ist denn das Ausrüstungsdock hier? Gibt es hier nicht? Produktionskomplex. Spezialwaffen. Alpha. Militärischer Aus. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für Militär. Nee. Kann das denn nirgendwo aufrüsten? Doch. Argon Ausrüstungsdock. Da ist ein Ausrüstungsdock. Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Das ist nämlich nicht die Höchstgeschwindigkeit aktiviert. Des Schiffes, habe ich das Gefühl. Nee, es kann nämlich 437, das ist schon viel, viel besser. Also ist zwar schön, dass sie uns so ein Schiff schenken, aber wir sollten dennoch etwas Credits rein investieren. Als Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Um es etwas sicherer zu machen. Örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ruderoptimierung. Installiert Triebwerkstuning. Installiert. Jetzt können wir zumindest vor fast jeder Rakete davonfliegen. Vielleicht noch den Duplex-Scanner, dann sehen wir noch mehr. Also der Triplex-Scanner ist zwar sehr gut, aber nur mit dem Duplex-Scanner zusammen sieht man eigentlich am meisten. Boost-Erweiterung, ja, brauche ich für die Beschleunigung. Installiert. Das brauche ich erstmal nicht, das auch nicht. Navigationssoftware. Navigationssoftware MK1. Installiert. Na denn. Partikelbeschleunigerkanonenschmiede. Alpha. Zurück zum Außenposten und den Sprungantrieb von der Nova hier drauf installieren. Und vielleicht nach dann mit Energiezellen vollpacken. Denn falls es mal brennlich wird, können wir uns nicht auf unsere vier Wasserpistolen hier verlassen, sondern müssen wegspringen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Dann mache ich es mal voll. So, die Nova kann ich hier Warenaustausch machen. Und zwar so. Energiezellen habe ich schon an Bord.
Den Sprungantrieb brauche ich bitte. Sprungantrieb transferiert. Alles klar. Die Nova bleibt am Außenposten. Da geschieht ihr auch nichts. Und dann springen wir mal. Das Albion-System. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Ich muss hier erstmal nach Ödland. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Und los. 20. Hier wird uns jetzt das Missionsleitsystem zwar den Weg zeigen, aber ich weiß ja noch ungefähr, wo das Albion-System ist. Also, erreiche ja. System. Ödland. Hier müssen wir durch. Was macht denn mal Sinn? Was ist das denn? Paranid, Militär, Odysseus. Ja, das ist ein Zerstörerschiff der Paraniden. Was auch immer das hier im Sektor macht. Nicht daran zerknallt. Ja. Nicht daran zerquetscht werden. Geschützturmfabrik, Alpha. Diese okay. Fabrik stellt Geschütztürme her. Ah ja, ich habe keinen Handelscomputer. Oh. Produktionskomplex, schwerer Schild, Alpha. Na, egal. Geschütztürme kann ich eh mit dem Ding hier nicht transportieren. Die kann man mal so um Tore oder seine Fabriken aufstellen, um sich vor Piratenangriffen oder sonstigem zu schützen. Sind ganz nett eigentlich, also nützlich. Oder halt selbst herstellen, um sie an die Völker zu verkaufen. Split, Nahrungsmitteltransport, Aguilars Gürtel. Und weiter geht's. Der Discoverer hier, die verbesserte Version zumindest, ist ja ordentlich schnell. Gona, Ranger. Oh, das war knapp. Muss aufpassen, wie ich hier fliege, sonst ende ich schnell mal am Cockpitfenster eines Frachters. In Einzelteilen. Plutarch, Militär, Cerberus. Ja, Plutarch ist noch eine der Firmen. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Die haben sogar auch ein paar Schiffe. Aber die benutzen nur, glaube ich, argonische Schiffe. Nicht wie die Otas, die ihre eigenen bauen. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber die Otas-Schiffe, die sind wirklich, wirklich gut. Zumindest die Frachter und der Zerstörer von denen. Naja. Erreiche System, Aguilars Gürtel. Okay. Das sieht mir hier nach einem Firmenhauptquartier aus, hier rechts. Mal sehen, welche Firma das ist. John Furco Hauptquartier. Ah, das ist von John Furco. Von ihrem eigenen Team fähiger Konstrukteure entworfen, hat die John Furson eingehende Nachricht. Ja, ich komme ja schon. Eingehende Ach Nachricht. Gott. Ja, Kahuna Fleischblöcke wird leider nichts. Der Preis ist wieder gestiegen. Also, kaufen wir nochmal neu ein. Suche mir von Heimat des Lichts aus, also von seinem Standort jetzt, den besten Preis für Kahuna Fleischblöcke zum Einkaufen. Kommando akzeptiert. Da. Weiter geht's. Split. Energie. Eingehende Nachricht. Ach, was soll das denn? Achso, er hat den schon gefunden. Okay. Dann war er wohl direkt an der Station. Das Treffen beginnt in Kürze. Halten Sie sich unbedingt vom Sprungtor und jeglichen Schiffen fern, die es passieren. Ihr Schiffskomputer verfügt über spezielle Abhörprotokolle. Damit können Sie Schiff-zu-Schiff-Kommunikation abfangen. Lassen Sie sich auf keinen Kampf oder sonstige Konfliktsituationen ein. Falls Sie in eine prekäre Situation geraten, verlassen Sie den Sektor und melden Sie sich zurück in der Einsatzbasis. Wir werden die Kommunikation von hier aus überwachen. Das ist alles. Alles klar. Wie schon gehört, die verbesserte Version des Discoverers ist anscheinend mit Spionagegeräten ausgestattet, um Kommunikationen abzuhören. Naja. Dann spielen wir mal eben Agent und warten hier hinter diesem Asteroiden. Tor, Aguilars Gürtel. Was da vor sich geht. Haben das Sprungtor gut im Blick und den gesamten Sektor auch. So. Belauschen Sie das Treffen von John Furco. Naja, dann heißt es mal abwarten, würde ich sagen. Währenddessen auf den Besitz schauen, unsere Mistral-Frachter sind bereits angekommen. Ich kann ja mal zeigen, was die so drauf haben. Der Mistral ist der Frachter der ja, Otas. Genau. Lass mal Betty mal reden. Versorgung all ihre Aktivitäten sicher. Gut. Schildbuchtenhalle 4 habe ich auch alle ausgefüllt. Hier, 130 Meter pro Sekunde. Das ist ein schneller Frachter. Ein sehr schneller Frachter. Laderaum von 4000 Einheiten ist nicht perfekt, aber ist gut. Also für diese Geschwindigkeit ist das super.
Und natürlich die Bewaffnung. Viel mehr als unserer Merkur. Der Merkur hat ja nur eine einzige Kanzel hinten. Aber der ist schon gut bewaffnet. Also, die OTAS macht schon richtig gute Schiffe. Und da gibt es echt nichts. Ja. Kommandokonsole? Nee. Handeln möchte ich. Keine Ahnung, Computerweiterung. Shit, da war ja was. Okay. Dann kann ich halt dem Merkur aber sagen, dass er etwas zum besten Preis, nämlich die Kauna-Fleischblöcke, Kommando akzeptiert, verkaufen soll. Das ist unser normaler Discoverer, der ist immer noch am militärischen Außenposten in Königsthal, der ist erstmal geparkt. Ein militärischer Außenposten kann unendlich viele Jäger aufnehmen. Stationen haben eine begrenzte Anzahl an Jägern und Transportern, die da docken können. Und bei Großkampfschiffen sieht es auch anders aus. Da können Schiffswerften und Außenposten auch immer nur zwei maximal aufnehmen. Ja, wenn dann nämlich irgendein anderer docken will, wird eins deiner Schiffe halt manchmal einfach abgedockt. Damit ein NPC dort docken kann. Also Vorsicht, welches Schiff ihr irgendwo alleine lässt. Und parkt dann nicht alle Dockingbuchten zu. Das macht man wirklich nicht. Ah ja, was war denn da? Der Sektorhändler, der ist immer noch fleißig. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft. Ist aber nur Hilfslieferant. Verbessert aber auch den Boronenruf anscheinend, wenn ich nämlich in deren Gebiet handle. Argon, Zoll, Discoverer. Argon, Zoll, Discoverer. Split, Energie, Plutarch. Waffenhändler. Aha, interessant. Okay, warten. Ob da noch irgendwas passiert hier? Vorhut, Discoverer. Scheint nicht kein so. Ziel, Plutarch Erzmine. Ja, das sind die Stationen der. Hier in dem Albion-System hat Plutarch eine ordentliche Präsenz. Also als Firma, das ist schon ungewöhnlich. Aber das hängt auch wahrscheinlich mit der Geschichte des Albion-Systems zusammen. Da erzähle ich vielleicht nochmal was. Oder nee, da werden wir schon was in der Story mit erfahren. Da will ich nichts spoilern. John Falco Handelsstation. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas, womit ich Ihnen. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Wo genau alle benötigten Informationen? Nee, ich liefere jetzt kein Paranidenschiff. Nur worauf wartet ihr denn? Kur, Aguilars Gürtel. Eingehende Nachricht. Ja? Ach, der Merkur ist schon fertig. Hat schon alles verkauft. Gut. Dann kann er weitermachen. Kaufe zum besten Preis. In Heimat des Lichts. Wessen mal mit Erz. Kommando akzeptiert. Okay. Was ist denn? Ja, aber Argon, wo? Zoll, Buster, wo ist das hier auf dieser Karte? Hier ist nichts, das irgendwie verdächtig ist. Argon, Zivilschiff. Außer dieses Zivilschiff dorthin. Oh. Argon, Militär, Minotaur Paranid, Vertreter, Demos. Ah, da haben wir ja schon einen Kandidaten. Digitales Sichtverbesserungssystem. Nicht installiert. Ein Paranidenschiff in einem Argonensektor. Vor allem noch von einer argonischen Firma. Das ist ungewöhnlich. Extrem ungewöhnlich. Jan Ferko, Kommandoschiff. Oh, das ist noch ungewöhnlicher. Was ist denn das für ein Schiff? Okay. Ah, das ist ein Greif. Eine Fregatte. M7C, glaube ich. Eine Trägerfregatte. Sehr tolles Schiff, das man als Flakabwehr benutzen kann. Kann wirklich fast überall Flak tragen. Nähern wir uns mal vorsichtig. Vertreter, Demos. Paraniden? Was machen die Dreiaugen hier in dem System? Wir werden ab jetzt Funkstille halten. Versuchen Sie, so viele Informationen wie möglich zu erlangen. Jonferko, Kommandoschiff. Ja, ich nähere mich langsam. Jetzt ganz unauffällig fliegen. Transorbitaler Beschleuniger. Albion Beta.
Davon haben wir das Konstruktionsgebiet des Highways. Um ein Tor fertig zu bauen und zu konfigurieren, benötigen wir noch mehrere Wochen. Wir investieren aber gerade massiv in weitere Forschung und Produktionslinien, um den Prozess zu beschleunigen. Gibt es funktionierende Prototypen der Geräte, die ihr uns demonstrieren könnt? Nein, unser erster Test war in 2 Wochen geplant. Die Eskalation des Krieges zwingt uns aber, unseren Zeitplan zu überdenken. Wartet. Ich rede gerade nicht, weil es extrem schwierig ist, hier den Abstand einzuhalten. Ihr lockt uns mit falschen Versprechungen hierher an diesen Ort und könnt uns nichts außer toten Metallhüllen vorzeigen? Wir haben diese trügerische Möglichkeit erwartet und wir haben die Autorität, Verhandlungen mit dem niederen Befugten Ihrer Unternehmung einzustellen. Was könnt ihr uns anbieten, um dies zu vermeiden? Wir haben dieses Ergebnis erwartet. Ich habe die Befugnis, Ihnen alle unsere Forschungsergebnisse und 3 Prototypen der Highway-Tore zu überlassen. Ich bin mir sicher, dass Ihre Wissenschaftler unsere Entdeckungen bestätigen können. Diese Highways werden ein mächtiges Werkzeug werden und ganze Sternensysteme öffnen, wie wir es nicht mal in Träumen für möglich gehalten hätten. Wie jede mächtige Technologie kann diese auch missbraucht werden. Wir vertrauen Ihnen, dass Sie sie weise einsetzen. Dieses Angebot wäre für uns akzeptabel. Wir sind es gewohnt, dass Argonen kurzsichtigem Handeln erliegen und unserer Aufmerksamkeit nicht würdig sind. Daher ist es angenehm, wenigstens einige Argonen zu sehen, die zumindest den Versuch unternehmen, sich dem paranidischen Niveau der Weitsicht und Vorbereitung zu nähern. Es freut mich, das zu hören. Leider müssen wir kurz unterbrechen. Wir haben in der Nähe ein verdächtiges Schiff entdeckt, das unser Gespräch abhören könnte. Oh. In der Tat. Dieses Schiff sieht verdächtig nach einem Vasallen des argonischen Geheimdienstes aus. Wie uns scheint, lassen ihre Sicherheitsvorkehrungen noch viel zu wünschen übrig. Lasst uns hoffen, dass ihre Entwickler bessere Arbeit verrichten. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, die Paraniden. Sehr charmante Zeitgenossen. Halten sich für die größten, tollsten und besten im Universum. Ach ja. Und bevor ich jetzt entdeckt werde, Sprungantrieb anschmeißen und dahin. Sprungantrieb wird geladen. 10%, ja. 20. Weg hier. Oh, geschafft. Nie wieder spiele ich Agent. Nie wieder. Erreiche System. Argonischer Sektor M148. Ja, nee, also Terraner knall ich dann gerne und Xenon Piraten knall ich ja gerne ab, aber sowas, nee. Das ist einfach nichts für mich. Militärischer okay. Außenposten. So, und was ist der... haben wir denn hier? Sie sprechen mit dem automatisierten... Der Kommandant Aaron Derrick, denn im Debriefing sagen wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Albion Prelude. Ich bin der Heizmeister und man sieht sich im Weltraum. Bis dann.